Servus FCA-Fans. Paddy und ich haben heute die Ehre, hier im Fußball-TikTok-Tor gegeneinander anzutreten und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Ich mache einen Spieler, der bei Darmstadt und Augsburg gespielt hat, Patrick Pfeiffer. Oh, ich nehme von Bayern und Darmstadt Sandro Wagner. Ah, ja. Der war gut. Liverpool und Augsburg, Klavan. Ja? Ragnar Klavan, das war ein IV. Oh, das wird schwer, ja. Mainz FCR, kennst du einen Spieler? Wird schwierig. Ich weiß gar nicht. Weiß nicht. Wenn nämlich BVB Liverpool, Emre Can. Ich verloren, Digga, trotzdem verloren. ja, Mainz und Augsburg, Florian Niederlechner. Glückwunsch. Danke, Mann. Ich habe leider die erste Runde verloren und wir spielen jetzt noch mal eine zweite Runde. Ich hoffe, die gewinne ich jetzt. Darf ich anfangen? Ja, komm, darfst anfangen. Ist okay. Ich nehme Darmstadt HSV, ist Klaus Jadula. Dankeschön. Augsburg, Schalke, Caligiuri. FCA, HSV, Grigoric. André Hahn gibt's auch. Dann muss ich HSV, Mainz, Öztunali. Ah. Es gibt eine Unentschieden-Runde, ich sehe es jetzt schon. Oh. Darmstadt, Schalke, Viktor Paulsson. Darmstadt-Nationalspieler. Wow. Gibt's da überhaupt jemanden, ne? Ich weiß nicht. Muss ein deutscher Nationalspieler sein? Irgendein Nationalspieler. Achso, okay. Ja, okay. Gibt's nicht viele. Gibt's nicht viele, das ist recht. Warte mal. Junior Diaz. Der hat kostarikanische Nationalspieler. War bei Darmstadt? Der war bei Darmstadt, ganz sicher. Und was? Auch bei Mainz. Guck mal bitte nach. 100%ig. Der war bei Darmstadt, ja. Danke. Respekt, Respekt. Nationalspieler Mainz. Anton Stach. Mergin Berisha. Ja, ist unentschieden. Aber Qualität drin. Aber okay. Die zweite Runde war besser. Die zweite Runde war gut. Spieler. Das war's vom Tic-Tac-Toe. Ich habe leider verloren. Vielleicht gewinne ich beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao. Ciao, ciao.